Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Epische Aussicht da hinten, ne? Wow, jetzt reiten wir mit dem Pferd weiter ab in die Stadt. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Wow, ich kann euch übrigens ein tolles Gameplay zu Assassin's Creed empfehlen, das ein Freund von mir gemacht hat, Burning Slack. Prügeln sich da hinten welche oder sieht das nur so aus? Wenn nicht, schlichten wir den Streit. Guck doch mal, die prügeln sich. Nein, runter da, ich wollte denen helfen. Hey, darf man das? Das darf man nicht, was ihr da macht. Man haut nicht einfach irgendwie wild, Leute. Zack, zack. Sonst kommt der böse Assassino und tötet euch. Aber wir scheinen gar nicht hier durch... schon weitergehen zu können. Nein, das war gar nicht gewollt, so. So. Drücken Sie Taste 5 und während... Das habe ich jetzt gar nicht eben so schnell lesen können. Und zack. Es geht bestimmt alles viel stylischer. Ich bin nur zu blöd dazu. Okay, geht doch. Wunderbar, ich muss mich nur noch mal ein bisschen gucken. Ah, willst du noch was von mir? Zum Beispiel sich bedanken oder so? War das der letzte? Ja. Was sagt man da? Riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, wow, dass ich vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Wir haben dir das Leben gerettet. Das vergesse ich nicht. Naja, schön, schön. Die Gelehrten? Warte, ich glaube, ich brauche eh gar kein Pferd mehr. Ich geh den mal hinterher. Und reih mich in die betende Gruppe ein. Okay, ich muss gar nichts mehr machen. Der geht schon automatisch. Wow, epic. Wir beten. Und sind cool, nur weil wir beten. Jo, der fällt jetzt echt gar nicht mehr so extrem auf. Wow. Ich muss jetzt gar nichts machen. Dumm. Ich höre gar keine Musik mehr, egal. Das Spiel erinnert mich ein ganz klein wenig an Prince of Persia. Om nom nom, wir beten. Ich glaube, sonst wären wir gar nicht reingekommen. Weil das sind ja die Bösen. Wie, keine Ahnung was. Werden wir eigentlich irgendwie gesucht oder so ein Kack? Müssen wir eigentlich immer noch... Ist das ja auch schon, dass man Fahndungsplakate abreißen muss? Keine Ahnung. Nein, Spaß. Kann ich jetzt aufhören zu beten? Oder muss ich jetzt noch irgendwie weiter rumgammeln? Ich glaube, ich kann gleich aufhören. Oder jetzt? Oh, da hinten kommt noch ein bisschen was. Da hinten wird ein Unschuldiger verprügelt. Warte, gehen wir erstmal. Moment mal, ich will den eigentlich retten. Ich rette den. Und was macht man da? Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und zack. Okay, immer ein bisschen blocken. Wenn man so rot ist, sollte man am besten immer erst blocken. Nur ganz habe ich das Kampfsystem doch noch nicht, glaube ich, verstanden. Und zack. Zack, aber jetzt. Und krawumsi-bums. Zack, bumm und. Wie konnte ich jetzt nochmal? Und. Ah, ich muss das eh nochmal alles lernen. Am Anfang habe ich mich auch immer gefragt, ob wir kontern, und da hatte ich das am Ende noch gar nicht gelernt. Okay, alles gut bei dir? Ich helfe immer Unschuldigen. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Boah. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ja, ja, immer gern geschehen. So, selbstverständlich, so ein soziales Engagement.
Ah, man kann sogar. Es ist eine Nebenaufgabe, dass man Bürger rettet. Nein, klingt. Warte. So. Wir lernen wahrscheinlich noch vieles. Okay. Ich kletter da mal da hoch und damit wir schon mal den bisschen unsere Karte synchronisieren. Ist hier Bogenschütze? Nö. Okay, Flagge eingesammelt. Ist aber nicht schlecht. Ich habe mal irgendeine noch mal eine Frage an alle, die das Spiel kennen, also jetzt die den zweiten Teil kennen. Wenn man jetzt im zweiten Teil alle Federn eingesammelt hat, was passiert dann? Also das würde mich mal jetzt interessieren, also. Ja? In die Kommentare schreiben, falls es sich irgendwer überhaupt anguckt. Wenn das überhaupt irgendwen interessiert. Und hoch mit die. Und hoch. Wow, awesome sieht das hier alles aus. Okay. Schick, schick. Okay, und jetzt ab nach hinunter da. Ich hab das Ding gesehen. Wumms, die Wumms. Wir hätten unsere Steine doch irgendwo anders lagern sollen. Wer das von The True Blackie kennt, dieses Awesome Screed. Ich weiß. Da hinten, da hinten, da hinten. So, der Assassinenkutte müssen wir hin, glaube ich. Ich find's mir nicht. Ups. Ups, was mache ich hier für einen Scheiß? Oh, okay. Es tut mir ja leid. Warte, ich nee. So, damit die uns schon nicht sehen. Wenn. Oh, okay, ich hätte die nicht umwerfen sollen. Was denn? Was denn? Ja! Was war das jetzt eben? Zack, die Bums. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wie dieses Kontern funktioniert. Wahrscheinlich muss ich das eh noch lernen. Oder ich gehe einfach nochmal. Das Abwehren habe ich ja schon gelernt. Okay, ist alles gar nicht so schwierig. Okay, jetzt einfach mal ein bisschen über die Häuser klettern. Da sind, glaube ich, nur Bogenschützen und das ist nicht ganz so schlimm, wie ich hier unten permanent entdeckt werde. Ja. Und weg. Vielleicht kann ich auch einfach mal versuchen wegzurennen. Wow. Unschuldige dürfen wir, glaube ich, nicht töten, weil sonst böse. Weil das Credo verletzt wird. Halte deine Klinge fern vom Fleisch der Unschuldigen. Ich habe doch gar nichts geklaut. Wie ging das überhaupt nochmal, das Klauen? So. Es macht Spaß, über die Häuser zu klettern. Wumps. Ah, hier runter, hier runter. Ja, fallen lassen. Zack. Jetzt, wo sind wir hier? Ah, genau. Da kriegen wir wahrscheinlich unsere nächste Mission. Alter, hier. Schön euch zu sehen. Und komm, ich grüße euch. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Er war nicht gerade beliebt. Ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Das reicht. Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem hört sich an seiner Arbeit. Ich soll sie beenden. Nun sagt mir, wo ich ihn. Okay, also erster Auftragskill. Wisst ihr noch, wie man einen Gegner aufspürt? Natürlich. Herausfinden, wann er wo sein wird. Aber das überlässt man am besten. Ich verstehe. Geht und untersucht die Stadt. Stellt fest, was er plant und wo er arbeitet. Die Vorbereitung entscheidet den Sieg. Was könnt ihr mir über ihn berichten? Tamir bestreitet seinen Lebensunterhalt als. Haben wir eigentlich schon irgendwie so einen Dolch, mit dem wir kämpfen können? Ich schlage vor, dass ihr die folgenden Orte aufsucht: ein kleiner Basar nordöstlich von hier, das Wasser im Osten und die Gärten nördlich dieses Büros. Konzentriert euch auf diese Orte und ihr solltet ihn gut kennenlernen. Okay. Ich soll vermutlich Claro, gerne. Zu euch zurückkehren. Ja. Kehrt hierher zurück. Ich gebe euch Al-Mualems Feder und ihr gebt uns Tamirs Leben. Wie ihr wünscht. Na gut. Doch bedenkt dies, Alter hier. Gerade ihr in Schwierigkeiten und wendet sich die Stadt gegen euch, kommt hierher zurück. Ich kann euch vor dem Sturm schützen, seid aber gewarnt. Wenn die Fahrer zu nahe sind, sind die Tore geschlossen, bis ihr sie abgehängt habt. Hab
habt ihr verstanden? Ja. Einen Feind herzuführen würde die Bruderschaft gefährden. Okay. Sehr gut, dann geht. Na gut, dann machen wir das halt im nächsten Part. Dann mache ich hier schon mal Pause. Bis zum nächsten Mal. Euer Jonas. Ciao.